Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum neuen Siedler-Teil. Ja, wir sind in der Closed Beta und ich habe euch gesagt, wir spielen jetzt nochmal gegen einen echten Spieler im PvP. Und das probieren wir jetzt hier mal aus und testen das einfach mal. Und ja, wir legen mal los. Ich bin jetzt hier noch absolut kein Profi darin. Login Camp, fangen wir mal hier bitte an. Vielleicht sogar hier drüben. So, hier einmal. Bauen wir ein Login Camp. Bauen wir dann auch noch die Sägemühle direkt in der Nähe. Zack. Das Ganze hier mit einer Straße verbinden. Dann brauchen wir noch Stein. Auch um den Stein werden wir uns hier mal direkt kümmern. Ja, machen wir es doch so. So. Und hier eine Straße hin. Passt. Dann brauche ich meine Truppen auf jeden Fall. Moving out. Crossbows ready. Crossbows vorwärts. Okay, wir müssen auf jeden Fall auch unser Land vergrößern. Nee, halt. Ihr erweitert mal unser Land. Und zwar hier links oder hier rechts? Was ist denn hier rechts? Warte mal, ich sehe das so nicht. Wo sind wir denn hier rechts? Könnten wir auch hin. Okay, dann gehen wir vielleicht sogar erstmal nach da rechts. Genau. Perfekt. So. Zack. Wir wollen hier zu diesen eventuellen Eisen vorkommen. Ich weiß nicht, wie schnell das an sich geht. Wo ist hier Fisch? Fisch ist hier vorne. Perfekt. Da werde ich auch mal erweitern, das ganze Gebiet hier. Dann haben wir auch noch ein bisschen Walderweiterung. Ansonsten bauen wir bitte auch die ersten Häuser, Wohnsitze. Die können mal hier hinten dann hin. So ein bisschen. Machen wir mal ein bisschen weiter weg oder ja, einfach hier, passt schon. So. Die sind ja zum Glück ein bisschen billiger. Was wir uns auf jeden Fall zu eigen machen, nicht in nicht genug Ressourcen, das weiß ich auch. So. Zack. Okay, läuft soweit. Wir brauchen natürlich wieder ganz viele Wohnhäuser und Siedler. Und Holz ist so das erste. Wir brauchen dann Fisch, dass wir die Produktion hier schnell beschleunigen können. Das ist durchaus auch noch unser Plan. Okay, die Bauarbeiter sind alle beschäftigt. Jawohl. Ja, wir brauchen natürlich schnell einfach eine Eisenwirtschaft, um dann Truppen bauen zu können. Und ich meine, wie teuer sind hier Tower? Attack? Der Attack Tower wäre, denke ich, noch wichtig. Also falls wir hier... Aber ich glaube, das macht erst Sinn... Na, wobei, beim Eisen oder bauen wir uns sicherheitshalber... Ich weiß nicht, wie aggressiv die Gegner spielen. Wir könnten uns trotzdem hier auch mal einfach einen defensiven bauen. Machen wir das einfach mal. Sicher ist sicher in der Hinsicht. Und wir haben ja auch noch Werkzeug, deswegen bauen wir auch noch relativ schnell bitte die Gildenhalle, damit dann neue Ingenieure gebaut werden können. Es wird noch ein Video geben mit meiner abschließenden Meinung zu diesem Spiel. Die ist ja sehr, oder wird ja sehr kontrovers aktuell diskutiert. Ich glaube, mir fehlen gerade die Ressourcen, mir fehlt Holz gerade ohne Ende. Aber ja, jetzt möchten wir hier einfach noch ein bisschen spielen. Wie teuer ist die? 5,5. Kann ich mir doch jetzt eigentlich leisten. Das ist eigentlich egal, wo genau sie steht. Bauen wir sie mal hier drüben hin. Noch eine Straße. Sehr schön. Du bist dann hier mal zuständig, dass du das ganze Gebiet hier noch erweiterst, bitte. Perfekt. Okay, wird sich schon drum gekümmert. Der braucht natürlich hier auch seine Zeit, aber ich glaube, ich kann sogar schon mal jetzt einen Fischer hinstellen dann, oder? Wir haben auch wieder Untätige, das ist sehr gut. Wir brauchen da immer einige. So, den drehen wir hier einmal rum. Wir fangen hier von ganz rechts an. Bauen auf jeden Fall dann zwei Fischer hin, das ist der Plan. Mir fehlt nur wieder das Holz. Das ist aber nicht so schlimm. Brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz langfristig, das ist, denke ich, auch allen klar. So, der Weg wird gebaut. Ich brauche schnell mehr Holz.
Das hier Holz, das wird alles weggemacht. Bis ich jetzt hier hinkomme. Auch schwierig. Das wird noch gebaut, das dauert alles ein bisschen. Wir sollten wahrscheinlich auch erstmal hier auch erkunden, was es hier gibt. Das hätte ich vielleicht als eine der ersten Amtshandlungen machen müssen. Du hier kommst mal mit. Du schaust dir mal an, was es hier oben gibt. Perfekt. Haben wir schon mal die grundsätzlichen Dinge gemacht. Genau, die Fischproduktion brauchen wir dringend, um unsere Holzwirtschaft zu stärken, weil wir Holz gerade ganz in Massen brauchen. Deswegen werde ich auch gleich hier zwei Stück in Auftrag geben. Zack. Verbinden das alles mit einer schönen Straße. So, schönes Dreieck. Und ja, jetzt fehlen hier so ein bisschen die Ingenieure, die nicht hinterherkommen. Deswegen helfen wir doch mal hier noch mit, bitte. Dass das hier ein bisschen schneller geht. So, was wird jetzt hier oben? Die suchen noch alles. Wird jetzt auf jeden Fall gebaut. Turm wird auch gebaut. Häuser haben wir. Häuser kann man halt nie genug haben eigentlich. Deswegen baue ich hier noch ein paar mit, bitte. So. Perfekt. Ich muss auch sagen, die Häuser sehen echt schön aus. Muss man mal so sagen, ja. So, aber nach wie vor unsere Holzproduktion ist ein bisschen im Eimer. So, wie sieht's hier aus? Ich möchte endlich neue Ingenieure rekrutieren. Sind wir gleich durch. Perfekt. 1, 2. Achso, die müssen den Weg noch machen, dass die dann mit dem... Aber das bauen sie schon. Ja, sehr schön. Machen wir mal 5 Stück. Oder machen wir gleich 6 Stück. Können wir gebrauchen. Ja, findet der jetzt hier auch irgendwas? Braucht der so lange? Wahrscheinlich schon, weil der das alleine macht. Okay, ihr merkt so ein bisschen den RTS-Spieler mir, Real-Time-Strategy, der schnell alles machen möchte und effizient. Wie in Age of Empires Teil 4 oder Teil 3, was es hier ganz viel auf meinem Kanal gibt. Ich habe halt auch keine Ahnung, wie stark der Gegner ist. Das ist aktuell einfach sehr schwierig einzuschätzen. Das ist noch eine Closed Beta. Da kann alles dabei sein, von richtig guten Experten bis hin zu welchen, die irgendwie nicht so viel Ahnung haben. Ja. So, die werden jetzt ausgebildet. So, und ich klicke jetzt hier immer rechtsklick auf Construct, dann machen die nämlich automatisch das, was ansteht. Sonst stehen die jetzt hier untätig rum. Und das wollen wir natürlich nicht, dass sie untätig rumstehen. Meine Armee muss auch immer bereit sein. Die packe ich mal auf die 1. Immerhin kann ich die Armeen auf einen Hotkey verlegen. Das geht leider nicht mit Gebäuden, das ist ein bisschen schade. Das würde ich mir gerne wünschen. So, der forscht hier auch noch. Hä? Hat der hier fertig geforscht? Der eine Typi? Der hier. Ja, der forscht auch immer noch. Was haben wir hier eigentlich? Explore to interact with. Okay. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen... Das mache ich gerade noch nicht so. Lauf mal darüber. Ah ja, Ressourcen wurden gefunden. Oh nein, rechts ist Stein. Da müssen wir uns leider nach links entwickeln sogar. Yes. Mal mit. Dann müssen wir uns wohl doch nach links entwickeln. Ja. Also außer hier ist natürlich doch noch mehr Kohle und Eisen. Aber ich glaube eher hier ist dann Stein und wahrscheinlich irgendwie Edelsteine. Dann ist wahrscheinlich eher auf der linken Seite. Das ist alles das Problem, wenn man die Map hier noch nicht so gut kennt. Weil wenn man die Map halt kennt, dann weiß man es. Dann wird man immer hier links rüber marschieren. Ich schau mal, hier sind sogar 2 Erzvorkommen. Okay. Okay. Haben wir eine Fisch... Oh, wir haben eine Fischproduktion, Leute. Wir brauchen ja... Wobei, Holz habe ich irgendwie genug aktuell. Egal. Ich boostere trotzdem den Fisch. So. Wir bauen bitte noch einen Fischer. Noch ein Fischer ist gut. Sehr schön. Resources found. Ah ja, hier ist wirklich Kohle. Ja, ja, dann müssen wir hier nach links kommen, weil hier drüben ist halt noch Stein. Das ist natürlich langfristig auch gut.
Hier gibt es auch Gold. Das ist aber für den Start eigentlich gar nicht so wichtig. Also wir müssen uns jetzt wirklich nach links hier schnell durcharbeiten. Where can I help? Aber wir müssen dann auf jeden Fall hier uns alles holen. Perfekt. Okay, wieso habt ihr nichts zu tun? Also die warten hier, bis die Sachen kommen. Zum Konstruieren, ja. Verstehe ich, verstehe ich. Ja, hier brauchen wir noch ein bisschen, bis wir zum Stein kommen. Hier auch. Gut, dann nutzen wir doch die Zeit und bauen vielleicht noch ein paar Häuser. So. Einfach noch ein paar schöne Häuser hier hinsetzen. Ah ja, wir haben jetzt tatsächlich gleich keinen Stein mehr. Das heißt, ich sollte jetzt auch dringend den Stein mal mit Fisch pushen. Machen wir. Der dritte Fischer ist ja fertig. Passt also. Kann soweit alles gebaut werden. Unser Problem wird hier... ich muss das mal mich drum kümmern. Wartet mal. Ich brauche dringend jemanden, der hier das Ganze erweitert, dass man noch das Holz wegmachen kann. Wo sind denn die unendlichen Holzressourcen? Mixed Forest, den meine ich nicht. Regrowing brauche ich. Das hier links. Okay, das heißt, wir müssen uns wirklich auf die linke Seite fokussieren. Die rechte Seite ist eigentlich eher egal. Da gibt es halt den Stein, den wir brauchen. Resources found. Ja, noch mehr Stein. Welche Überraschung. Welche Überraschung, meine Freunde. Is there something to do? Der sucht noch die Ressourcen alle. Aber wir brauchen auf jeden Fall dann mehr Stein. Ah ja, der ist, glaube ich, fertig geworden. So, und du, mein Freund, du erweiterst hier einmal das Holzgebiet. Ganz wichtig. What's up? Resources found. Kannst du ihm bitte helfen? Ah ja, hier gibt's das Eisen. Sehr schön. Resources found. What's up? Helft mal ihr hier bitte mit. Dass wir schnell an diese Ressourcen bitte kommen. Yes. Also alle daran arbeiten. Where can I help? Where can I help? Du hilfst auch mit. So. Auf geht's. Erweitert das Gebiet. Erweitert das Gebiet. Ich brauche jetzt mehr Stein, das heißt. Wie weit sind wir denn hier drüben? The envoys asked me to wait right here. Versuch mal bitte hier drüben das erst zu holen, das Gebiet, das ist wichtiger. I love hard work. Aber ich kann schon mal ein Warenhaus hier bauen für den Stein, für die Steinproduktion dann. Ich habe jetzt auch vom Gegner noch nichts gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, ob man den scouten sollte hier. Der wird auch einfach fröhlich vor sich hinbauen. Bin ich hier Warhaus. Perfekt. Genau, das will ich jetzt einfach mal, denke ich, hier so hinbauen. Bisschen, ja, hier. Bauen wir es hier hin. Bauen auch eine Straße dorthin, bitte. Die muss ja auch gebaut werden an sich. Und jetzt hier auch mal einen Verteidigungsturm. So. Ja, hier kommen wir auch jetzt der Sache schon näher. Hier können wir dann auch ein Warenhaus bauen. Hier gibt es eben Eisen und Kohle. Kann ich das hier schon bauen? Ach ne, mir fehlt der Stein. 10 Stein brauche ich dafür, okay. Ja, macht schon Sinn, dass ich jetzt hier auch noch auf Stein dann gleich gehe. Wie teuer ist die? Ich kann die ja theoretisch überall hinbauen, aber genau. Das ist hier noch ein bisschen blöd. Der muss das jetzt hier noch schnell erweitern. So, und jetzt? Ne, ich brauche jetzt eine... Gibt es eine Steinmine? Ja, eine Steinmine brauche ich ja jetzt hier, richtig. Die könnte ich theoretisch so bauen. Ja, bauen wir doch die einfach mal so. So. Ich brauche jetzt gleich sehr viel mehr Stein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und jetzt bauen wir hier auch noch eine Steinmine.
Sehr schön. Okay. Das läuft. Ich brauche auch langfristig dann mehr Werkzeug für mehr Ingenieure, aber das geht aktuell noch nicht. So, jetzt haben wir bald den Stein, dass ich das Warenhaus bauen kann. Warenhaus, Warenhaus, Warenhaus. Hier. Wenn ich 10 Stein habe, kann ich das platzieren, bitte. Ich glaube, das ist hier so ein ganz... Boah, ganz guter Platz. Na komm. 2 Steine brauche ich noch, meine Freunde. 2 Steine noch. Wo bleibt ihr? Transportiert sie ab, die 2 Steine, die wir brauchen. Territory expanding, ja. Ist vom Gegner noch keine Spur. Anders als die KI, die schon mal irgendwie angegriffen hätte. Holz haben wir gerade echt genug. So. Is there something to do? We're prepared. Ich glaube, dafür brauche ich jetzt, Hallo? Let's get to work. Komm mal kurz her. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Außer es muss mein Territorium sein. Läuft die da jetzt nicht hin? I can build almost anything. Das wird nicht geholt, oder? Doch, der läuft jetzt hin. Wieso ist die andere da nicht hingelaufen? Weiß ich nicht. Okay, egal. Stein wird jetzt hier gebaut. Ich bräuchte eigentlich dann mehr Fisch. Kann ich hier noch mehr Fisch bauen lassen? Ich glaube schon. Oder brauchen die immer 2 Fischquellen? Weiß ich nicht, wir testen es einfach mal. Das ist ja jetzt hier eh alles zum Testen noch ein bisschen aufgedacht. So, ein paar Straßen. Und jetzt müssen wir unsere Eisenproduktion in Gang bringen. Das heißt, wir bauen natürlich jetzt Kohleminen. Na, mir fehlt Stein. Wie viel kostet die? Hä, die kostet gar keinen Stein. Was ist das Problem? Ah, bin ich zu nah dran? Okay, verstehe, verstehe. So. Straßen werden gebaut. Und Eisen. Eisen baue ich auch. Ah, bei Eis brauche ich Stein. Okay. Verstehe. Ist das ein Feind? Nee, ne? Apropos, jetzt hat, wenn der Feind kommt, der darf nicht meine Eisenproduktion bekommen. Ich schicke meine Armee dorthin auf jeden Fall. Weil hier, wenn er im Zentrum angreift, habe ich wenigstens einen Turm mal gebaut. Das ist schon mal ganz ordentlich. So. Hier werde ich nochmal mit Fisch... Wie viele Baumstämme habe ich denn im Lager? Wenig. Ja, das Problem wird aber auch bald meine Holzproduktion sein. Der braucht jetzt hier natürlich länger. Ich könnte natürlich jetzt erstmal die Sägemühle wieder entfischen, weil Holz habe ich gerade genug. Machen wir das mal, dass die wieder ein bisschen länger brauchen. Dafür aber die zweite Steinmine befischen, dass die Nahrung haben und schneller arbeiten. Das ist der Plan. So. Okay, die Produktion läuft. Hier wird hoffentlich alles gebaut. Wir brauchen jetzt dann als nächstes noch eine Eisenschmelze dann. Die werden wir dann so ein bisschen, denke ich mal, hier platzieren. Dann den Schmied. Fehlt mir, glaube ich, der Stein aktuell. Das ist auch blöd, weil mir der Stein fehlt. Ich kann auch gerade keine Häuser groß bauen, obwohl ich auch mehr Häuser bauen müsste. Aber man braucht hier schon wirklich 20 Minuten allein nur für den grundlegenden Aufbau, dass man dann mal Krieg führen kann. Ich meine, das ist die Siedler, okay. Aber ist ja vielleicht auch ein Pluspunkt. Es hat schon was von erstmal siedeln, dass man nicht gleich überrannt wird, sage ich jetzt mal. Es gibt bestimmt auch Techniken, die man, wo man schneller arbeiten kann. Die ich jetzt hier nicht verwende. So, Blacksmith. Den bauen wir bitte direkt noch hier daneben hin. Einmal die Straße einmal außenrum. Okay, Blacksmith haben wir. Und dann baue ich einfach auch noch eine Iron Mine. Da
Da fehlt jetzt, glaube ich, die Straße noch. Perfekt. So. So, ich sollte auf jeden Fall hier auch mal Platz durchlassen. Jetzt habe ich das so eingebaut. Warte mal, bauen wir hier auf jeden Fall jetzt mal eine Straße. Hier mal ein bisschen Platz auch lassen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall auch hier was anderes noch. Und zwar Toolmaker. Der ist auch nicht zu unterschätzen. Ich würde den fast, glaube ich, hier noch positionieren. Ein Toolmaker. Wir werden mehr Kohle brauchen und für Kohle brauche ich Fleisch und da brauche ich dann wiederum Range. Wieso sagt ihr ein Range? Eine Range sozusagen. Ja. Bei der Nahrung natürlich. Hier eine. Genau. Die baue ich dann auch schon mal noch hier hin. Ich lasse aber mal ein bisschen Platz dann auch. So. Okay, okay, okay. Stein, obwohl ich hier Stein gerade pushe, haben wir aktuell einfach zu wenig. Und ich will noch ein paar Häuser bauen. Was? Another player completed a landmark? Ah, okay, da haben wir uns noch gar nicht drum gekümmert. Das hier habe ich jetzt sogar doch geholt. Okay, sehr schön. Die sind alle untätig. Eieiei. Hier baut man noch ein paar Residenzen. Schaut mal, wie schön das ausschaut mit diesen Übergängen. Sehr gut. Machen wir. Ich sollte wahrscheinlich meine Steinproduktion hier auch mal mit einem Turm schützen. Fällt mir gerade so auf. Ein Tower kostet halt 10 Stein. Heieiei. Wir pushen schon Stein ohne Ende und hier ist gleich kein Stein mehr. Mein Problem ist halt, ich brauche einfach noch schnell die Erweiterung. Fällt mir gerade auf. What's up? Nach links zum Holz. Ganz wichtig noch. Weil es alles Regrowing hier ist. Einen nehme ich dann auch noch gleich dahinter dann, wenn es geht. So. Perfekt, dann können wir nämlich noch eine Holzproduktion hier aufbauen. Okay, der arbeitet jetzt schon. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Meine Armee steht... Habe ich nicht eine größere Armee? Ist das wirklich meine komplette, anfangs winzige Armee? Scheinbar schon. Muss auf jeden Fall dann als nächstes noch einen Trainingsgrund bauen. Den wir natürlich hier auch in die Nähe. Aber ich glaube, ich baue ihn nicht ganz vorne hin, weil nicht, dass der gleich angegriffen wird. Und immer mal ein bisschen Platz lassen, dass man hier auch noch eine Straße bauen kann. So. Hier bauen wir dann den Trainingsgrund hin. Was fehlt uns denn für Ressourcen? Ah, da fällt mir ein, ich habe hier gar keinen Weg dahin gebaut. Das wäre, glaube ich, auch mal optimal. Den Weg da darunter jetzt. Hier hin. Laufen die ganze Zeit hier querfeldein. Ein Weg würde Sinn machen. So, jetzt haben sie auch wieder was zu tun, die Ingenieure. Und hier wurde auch noch nicht erkundet, was es hier gibt, ne? Ja gut, hier im Osten habt ihr, glaube ich, erstmal nichts zu tun. Der Rest hier ist mir zu weit weg, interessiert mich nicht. Ne, ihr kommt hier hoch. Und erkundet bitte das gesamte Gebiet hier und nehmt das für mich ein. Beziehungsweise du erkundest, was es dort gibt. Sehr schön. Okay, du hast getan, was du getan tun solltest. Dann helf mal hier mit. Weitere mein Holzterritorium bitte. Ein paar von euch bitte auch noch. Sehr schön. Ja, und ansonsten fehlen hier einfach gerade die ganzen Ressourcen, die hier hingeschleppt werden müssen. Das war mein Problem noch. Das dauert einfach Ewigkeiten. Weil an sich habe ich Ressourcen. Aber die kommen halt nicht so schnell hier an. So, jetzt kann ich aber doch bestimmt hier schon ein Logging Camp bauen. Was dann hier sich alles holt an Holz. So. Bauen wir hier hin. Und dann bitte gleich auch noch eine Sägemühle.
Die baue ich hier hin, glaube ich, irgendwo. Hier ist noch ein guter Ort. Ja, passt. Okay, baut, baut, baut. Oh, ich brauche wieder mehr Häuser. Ich habe zu wenig dafür, oder? Das ist nicht gut. Mehr Häuser. Hier, ich glaube, das Eck baue ich einfach auch noch mit Häusern zu. Zack, zack. Ich hatte hier teilweise auch einen Bonus plus zweimal zwischendrin, aber ich weiß nicht, wie der entstanden ist. Das bauen wir. Das sieht sehr cool aus. So. Sollte erstmal wieder reichen. Damit habe ich auch meine Ressourcen gut verwendet schon wieder. Okay. Ich glaube, wir machen einfach zwei Folgen aus dem Ganzen, liebe Zuschauer. So ein bisschen Folge 1 ist so ein bisschen der Siedlungsfaktor, die Aufbaufolge. Folge 2, da wird dann, denke ich, so ein bisschen die Action kommen, wo es dann um das Kämpfen geht, mehr Aufbau und alles Mögliche. Deswegen beende ich das Ganze jetzt hier mal als Part 1. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir haben uns jetzt hier schön aufgebaut. Sind bereit, hier jetzt gegen den Spieler im Multiplayer zu kämpfen. Wir wissen noch gar nicht mal, welche Nation er von den beiden gewählt hat, aber wir werden schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wie gesagt, ich werde am Ende noch ein abschließendes Video machen, wie meine Meinung zum Spiel ist, weil auch ich natürlich anderes erwartet habe. Aber jetzt geben wir dem Spiel erstmal eine Chance noch. Schauen uns das Ganze an. Vor allem, ihr könnt es euch auch mal durch mich anschauen in der Beta. Und ja, bei mir findet ihr wie immer auch noch ganz viele andere Videos zu Paradox, Total War, Aufbaustrategiespiel à la Anno, Roleplay, Age of Empires. Einfach mal reinschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Abo da, euer Gaius Julius Caesar.